Was macht eigentlich ein Barchef, dessen Arbeitszeiten klassischerweise eher in den Abendstunden liegen, tagsüber? Bei Jens Oelchen Dies Odeon ist es fast das Gleiche, was er auch abends tut. Gästen besondere Genüsse verschaffen. Jedenfalls, wenn er als Gästeführer mit seiner Tour So schmeckt Bad Zwischenahn unterwegs ist. Wer ihm über 7 Stationen durch Bad Zwischenahn folgt, erfährt nicht nur jede Menge über den berühmtesten Fisch des Ortes, den sagenumwobenen Wels, sondern auch über den beliebtesten, den Aal. In 3 Stunden und 7 Stationen können sich die Teilnehmer durch Spezialitäten kosten, die immer einen Bezug zum Kurort haben. Da gibt es Spiekerschinken und jede Menge anderer geräucherter Spezialitäten, Korn aus dem Zinnlöffel, aber auch als Kurchampagner getarntes Zwischenahner Trinkwasser. Und weil man immer in Bewegung bleibt, ist am Ende der Tour noch genug Hunger für ein zünftiges Abschlussessen übrig.